Wir gucken uns mal die Domus 2023 an, was, glaube ich, die Stream Awards sind tatsächlich. Warum ist da so eine Compilation davor? Eligella, you're the best man. Ronaldo, der Allerechte. Ach, das ist sein Intro, okay. Congratulations. Ist das wirklich sein Intro? Hat er so eine Compilation von sich als sein Intro? Okay, das ist krass. Okay, das ist krass. Langes Intro. Elias, ein Big Fan. Was hier ab, Freunde? Wie? Es wird normalerweise geklopft, mein Lieber, bevor man die Roomtour startet. Real. Real. Das wissen doch alle. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Hallo? Ich stream gerade. Ich wollte nur fragen, was du gerade machst. Ich bin gerade in einem Kleiderladen, um Kleider anzuprobieren für die Stream Award. Oh! Gehst du da mit Kleid hin? Hast du dir mal die Kleiderordnung angeschaut? Wahrscheinlich nicht, wie ich dich kenne. Warte mal, es gibt eine offizielle Kleiderordnung? Oh Gott, Hugo. Ey, es ist ein Gala-Event. Also du brauchst schon einen Anzug oder Smoking sogar. So, in der Dreh mal gucken. Also so wie ich mich kenne, werde ich sie eh nicht anziehen. Wofür brauchst du das? Stream Award. Und da gehen was alles war mit Hugo da, Chat? Er war mit Ronaldo-Trikot oder und Cap da, ne? So richtig krank mit Anzug und so. Das ist nicht dafür aus, ich sehe aus wie verkleidet. Das ist nicht dafür gemacht, dass man da drunter was anziehen kann. Ich lass los. Schönes Kleid, muss ich sagen. Oh, auch sehr schön. Oh, no, Digga. Also, das ist wirklich geisteskrank. Das ist geisteskrank. Ich habe neben mir nämlich auch den männlichen Gewinner des Outfit des Abends. Die Fliege holt's auch für mich einfach ab. Also das hammermäßig. Ey, besonders die Crocs, sind die in Sportmode auch? Ja, okay, krass. Hier gibt es die komplette Erklärung. Bis gleich. Das ist ein anderes Sendestudio, Party People. Koordination läuft gerade. Wir lassen sie einmal gewähren. Herzlich willkommen zu den Stream Awards 2023. Heute Abend küren wir gemeinsam die besten Momente aus dem vergangenen Jahr. Oh, du Sohn. Hast du? Da steht Dick Jumpscare. Ich hab dich das erwartet. Der beste Jumpscare geht heute an Papaplatte. Ja, was soll man bei so einem krassen Clip noch groß dazu sagen, ne? Papaplatte! Boah, du Scheiße. Ich kann nicht mitbekommen. Papaplatte, einmal vor zur Bühne bitte. Das beste Streamer-Duo ist dieses Jahr das... Dieser Blick ist so geil. Das beste Streamer-Duo ist... Ich liebe diesen Blick. Das ist legit so ein Suffering from Success, Digga. Das ist so clueless. Ich bin der Geilste. Ey, es ist so Hammer. Dieses Jahr das zweite Jahr in Folge. Back to back. Ey, ich glaube, ich spreche sowohl für Basti als auch für mich, wenn ich sage, dass wir uns über diesen Award am allermeisten freuen. Wirklich, ich liebe diesen Jungen so sehr. Ihr habt keine Vorstellung. Schauen wir mal, wie knapp das Ganze war. Ja, Basti, Kevin. Ja, war schon sehr krasse Difference, 40.000. Aber ich sag, nächstes Jahr wird es ein bisschen knapper tatsächlich, ja. Da wird nämlich eine Konkurrenz in ein ganzes Voting reinkommen. Da wird nämlich ein Krokoboss und Neatbeats werden da ordentlich aufmischen tatsächlich. Ah. 5 Votes, oh 7. Okay, danke. Bestes Streamer-Duo. Ja, da muss ich ja ganz klar, ne? Ist ja klar. Es gibt nur ein gutes Streamer-Duo und das ist Montana Black und Elotrix. Papaplatte und Reef. Stiggy und Papaplatte. Ecstasy und Papaplatte. Das Bitch! Das! Ja, ist ja auch seine Award. Du hast halt die Hälfte der Awards mindestens auch einfach verdient. Aber. Willst du mir? Ja, ja. Achso. Ja, mit wem sonst? Ja, Bro, keine Ahnung. Was hast du gesagt? Nochmal. Das tut mir ein bisschen leid. Ich verstehe, dass es für dich gerade so also ein bisschen unangenehm ist, so viele Pokale zu bekommen, aber das war ernst ein geisteskrankes Crossover. Ah, so I gotta do it, chat. Chat, I gotta do it, Tom. Wait, you think I did stream? Papaplatte, der den Zuschauer zum Millionär gemacht hat.
herzlich willkommen zu den Bonus 2023. An jeden, der Papa Platte dasht, dass der so viele Awards da bekommt, die sind komplett dumm. Der hat sich das angeguckt und seine Community hat natürlich auch für ihn gewotet. Also Stream Awards ist halt gerade noch eher in der Kevin-Tony-Bubble und kommt so langsam aber auch raus. Wir hoffen einfach, dass die nächsten Stream Awards halt von allen Streamern gepusht werden, so. Newcomer des Jahres 2023 ist Nora! Norris hat mir damals gesagt, dass er alles Kevin nachgemacht hat, weil er auch so erfolgreich sein wollte. Der beste Cringe-Moment dieses Naughty Jahres geht an Mr. 9Live, Max Schrady. Eine Dame, die mal nett zu vögeln ist. Dass wir TTS nicht nominiert sind, mit den ganzen Rewe-Dingern, mit ich such Tampons. Also wenn jemand TTS gekickt hat, Digga, dann sind wir das. Oh. Was? Oh. Ich check das nicht. War das gemutet oder was? Am 25. Sonntagabend wird es einen Kochstream mit Frank Rosin geben, Alter. Brezmann habe ich auch mitgenommen, damit ich da nicht komplett alleine stehe mit Frank Rosin. Bin glücklich? What the fuck? Hey, ist das nicht heute? Warte mal, stimmt. Dass ich Cola trinke. Moin, ist Amy, Dankeschön für 38. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Danke, Amy. Das wirklich? Das ist ja jetzt? Ist das wirklich so? Das ist krass. Der hat's geschafft. He met his idol. Frank Rosin, der Typ, der für seine Miete zuständig ist. Er hat's geschafft. Wahnsinn. Digga, es gibt actually mal Content bei Finnland. Darum macht man das so, dass man erst die Vinaigrette macht oder die Soße, dann die Nudeln kocht, denn es gibt einen Satz, nämlich der heißt, Oh, da darf ich ihn sagen, ich hab ihn. Die Nudel wartet nicht auf die Soße, sondern die Soße auf die Nudel. Oder andersrum. Oh, ist das der Satz? Ja. Das ist der Satz. Ja. Die Soße wartet auf die Nudel, Soße. Nicht die Nudel auf die Soße. Merkt ihr mal den Spruch. Die Soße wartet auf die Nudel, nicht die Nudel auf die Soße. Chat, notieren, okay? Chat, das ist klausurrelevant, wenn ihr morgen im Stream seid und ich euch aufwecke. Nachts, wenn ich nachts an eurem Bett stehe und euch aufwecke und euch frage, wer wartet auf was, dann müsst ihr aufspringen und sagen, die Soße wartet auf die Nudeln und nicht die Nudeln auf die Soße. Wieland ist einfach nur geisteskrank, wirklich. Also der... Also was dieser Rosin-React-Content da für einige Streamer gemacht haben, das ist wirklich heftig. Also das ist schon ein halber Fiebertraum mit Wieland. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Aber ist gut, das ist jetzt so, ich denke so, das ist so das Finale von diesem Rosin-Arc, oder? So? Schneidet mit einem Rosinen-Messer. Season Ende. Guck mal, ich habe den schon von dir genannt hier, diesen Zangengriff. Ja, das machst du übrigens gut. Das ist der Profigriff. Das ist der Profigriff. Soll ich dir mal sagen? Das ist Weltklasse. Ja! Wow. Let's go! Wow! Mein Nachname ist tatsächlich Welte. Ja. 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 Die hast du Welte geschnitten. Glaubst du könntest einen Sternekoch aus mir machen? Weißt du, was man nie merkt, wenn man dir nicht einmal persönlich begegnet, was du für schöne Augen hast? Oh, yes, Frank, jetzt hör auf! Jetzt hör auf! Jetzt hör auf! Jetzt ist doch vorbei! Okay. Eins, zwei. Wie der schon wieder aussieht. Ja, es knallt doch schon wieder. Oh Leute, Trimax hier. Tomatolix hat ein neues Video hochgeladen, wie wir hier unschwer erkennen können. Der ist schon wieder komplett im Modus. Er opfert sich für uns, haut sich alle Drogen auf der Welt rein. Das passiert, wenn du Salvia nimmst. Digga, der ist immer auf irgendwelchen Drugs, dieser Junge. Tomatolix, ich mache mir ernst langsam Sorgen. Der Bruder hat Gas im Kopf. Ach du Kacke. So sah ich nicht... meinen härtesten Zeiten aus. Der Mann ist gerade mit Tupac und Biggie auf einer Party. Kann das jemand kurz als Emote bitte machen? Das ist ja eine meiner Lieblingsfilme von Thomas. Aber er ist einfach, guck's dir an, Leute, er ist einfach schon Strom im Modus. Da bist du an die 700 Subs raus, dann mach ich. What? Digga, so rede ich nicht. Das ist irritiert, Bro. Kann ich einen Ride-Banger geben, ja? Digga, das wäre meine Mom, glaube ich, wenn sie mal an einem Kiff-Joint ziehen würde, Bro. Ich glaube, no jokes, so stellt sich meine Mom Weed rauchen vor. Bro, holy shit. Ist eigentlich gar nicht funny, aber what the fuck? Hui. Was war denn das? Glatzo. A go, Rafe, kill him on the bone, kill him on the gase. Immer dem Ort, der Sünde, immer dem Ort, der Sünde.
Immer der Montag, der